Hallo Leute, da sind wir wieder mit Monster Hunter. Bei mir sind Daiko. Yeah. Und der Martinator. Moin, moin. Das Moin wird immer länger. Moin. Und jetzt. So. Jetzt erledigen wir einen riesigen, großen, unvergleichlichen Kuluyaku. Vogel. Le Vogel? Vogel. Extra mutiert und extra groß. Ja, davon können wir noch welche gebrauchen, genau. Wow, Mist, ich hab sie doch gerade schiebsen hören. Verflucht, wer hat denn das getan? Da waren gerade die verfluchten kleinen Schiebser drauf. Was für Schiebser? Na, es gibt diese seltenen kleinen Vögelchen, die auf den Abtonos reiten. Ich hab's gerade gehört, dieses Zwitscher. Bloß dann war schon jemand dran. Da muss man sich ranschleichen, um sie zu fangen. Ah. Meine Güte. Ja. Martin hat sie wieder kaputt gemacht. Hm. Was? Ich war gar nichts. Hast die Abtonos erledigt hier? Ja, was hab ich gemacht? Ja. Abo was? Na, die großen. Abo Red, Junge. Lebt er überhaupt noch? Das ist schon tot. Keine Ahnung. Wer? Oder ja, keine Ahnung. Irgend so ein Mensch, glaube ich. Ein Kelbyhorn. Ameisen. Yay. Dinge, die kein Mensch in seiner Bude haben will. Aber ich hab sie. Echt? Nee, du fängst sie ein. Ja. Bei dir oben in der Etage, wie kommen die denn da hoch? Bei mir in meiner Hütte, Ameisen? Ja. In meiner Ingame-Hütte, meinst du? Ach so. In seiner Ingame-Hütte. Ja, deswegen. Überall jeden Slot nur mit Ameisen voll bei Martin. Einfach, weil er es kann. Ich bin der Ameisenkönig. Da ist wieder die Chiefs weggelaufen. Und tschüss, Vögel. Ich dachte hier so in echt bei dir oben in der Bude. Ja, sicher. Fünfter Stock. Wäre auch neu für mich, dass die Ameisen so kommen. Ja, für mich auch. Deswegen war ich gerade echt verwirrt. Denn aber auch nur, weil sie sich bei mir im Abfluss irgendwie angesiedelt haben oder so. Da ist er! Wer weiß, was bei dir da oben so rumkreucht? Hey, Kuku! Kukuluku! Wo bist du? Kukuluku! Kukuluku! So. Ich komme dann mal dazu gestoßen. Ich verzichte mal auf Erze. Ach, er will weiter, dann kann ich doch nochmal Erze abbauen. Zack und zack und zack. Und der Barot will zu mir. Der schleicht sich ja nicht an. Ah, hier ist so das Kreuzchen auf der Karte. Sagt schon so, hier, Barot. Ach so, er macht ein Kreuzchen auf der Karte für dich, damit er. Ja, siehst du, damit doch. Wir wissen, wo er hin will. Ja. Siehst du das nicht auf der Karte? Ne, hab ich noch nie gemerkt, ne. Ne, das ist, wenn sie das Gebiet wechseln, dann zeigt ihr es die Karte vorher an, wo er hin will. Interesting. Hilft manchmal, um zu wissen, wann man ausweichen sollte. Auf meinem Arsch rutsch ich die Felsen herunter. Okay. Ja, das ist hier spitzer Gesteinsgedöns und sie rutscht da auf ihrem Arsch runter. Martin sollte sich heilen. Das sollte ich tun. Oh, Alter. Ja, ein Schnupser von ihm, dann. Ja, das ist nett. Das finde ich gut. Da komme ich gleich mal dazu. Eine Sekunde, was. Oh. Hat er mich wieder umgerissen hier.
Haut schon wieder ab. Was will die Alte? Der haut schon wieder ab, der Lappen. Achso, und diese unwichtigen Nebencharaktere sprechen mich an. Hier drüben! Hier! Ja, ja. Hier drüben! Hier! Das war auch so mehr Charakter. Ey, hier, er wächst was? Jetzt! Warum? Nö, hier drüben hat er so gesagt. Hier drüben. Ja. Knochen! Und ich weiß zwar, dass diese Mucke aus Final Fantasy ist, aber irgendwie erinnert mich die zum Teil auch an Super Mario 64, irgendwelche Rutschen. diese eine Rutsche, diese Country. Ja, ja, aber das ist tatsächlich eigentlich Schokobo-Musik hier. Ja, ich weiß, ganz klar, aber sie erinnert mich total auch daran. Ja, ist ja auch. Diese Eisrutschen-Map von Super Mario, ne? Oh, das war ja. Mario 64, ja. What? Ist der gerade gesprungen? Das war ja schon echt ein nicer Scheiß damals. Würde ich auch gerne mal wieder spielen. Eigentlich ich glaube, an neuen Super Mario Spielen hätte ich keine Freude. Nicht mehr so die Freude wie an alten. Hm. Das ist bei mir, glaube ich, schon irgendwie vorbei. Ja, keine Ahnung, wie. Oh, Anja, Mensch. Ja. Lange nicht gesehen. Hey, friss mich nicht. Ich guck mal aus sicherer Entfernung zu, was hier gerade so mal passiert. Ja, so, solange der Kühler nicht dabei ist, macht sowieso nichts Schaden. Oh, was bist du denn hier? Lauf woanders lang. Er steinigt erstmal die Anja. Ja. Kann er gerne tun. Aber Anja, was ist denn von mir? Was hab ich dir jemals getan? Ich glaube, das ein oder andere Mal hast du schon auf sie eingeprügelt. Das war ich nicht. Oh, hier liegt Zeug rum. Loot. Das war cool, Material. Hier ist ein bisschen Anja-Zeugs. Anne sitzt da hinten zwischendrin und dann greift Anja erstmal einmal. Anja versucht immer irgendwas zu machen, dann mache ich halt einen Move, weiche aus und greife über den Kulo weiter an. Ich versuche eigentlich. Anja ist für mich absolut ein Nebencharakter. Einfach so, das ist schon da, aber ich konnte ignorieren. Ja toll, jetzt hat sie mich im Nacken oder was? Guck mal, eine Anja frisst dein Martin. Schon die ganze Zeit. Da ist der Martin ein richtig netter Kauknochen geworden. Ja, er ist mal richtig schön ausgespuckt. Ich schmecke halt nicht. Und ich bin ungenießbar. Das würde ich mal einen Kannibalen fragen. Das würde ich einem Kannibalen ungern fragen, denn dann würde er vermutlich in einem von drei Fällen vor mir stehen. Und würde zumindest einmal angeknabbert haben, ne? Wenn er dann vor mir steht, ja. Müsste er mich zumindest einmal angeknabbert haben. Naja, um dir die Antwort zu geben. Also. Richtig, ja. Mal hier um die Ecke einmal rum. Achso. Ja. Da wo ich. Da wo normalerweise der Stein ist. Den Julia schon kaputt gesprungen hat. Achso, den Barot sonst einfach mit dem Kopf zertrümmert. Nö, das war der Kulu, der ist einfach reingesprungen. Jo. Verdammt zu langsam. Hier. Ah.
Hey Barot, das war jetzt gemein. Oh, ich bin betäubt, finde ich cool. Mal wieder ein paar Dunkkapseln einpacken hier. Vor allem ein Dung. Und darunter steht, du kannst jetzt wieder essen. Mhm. Nom, nom, nom. So würde ich auch sagen. Boah. Frisch, scheiße, ja. So ein Arsch, ey. Sonst eine filigrane Elfe, ne? Aber. Ja, ja. Der gute Barot. Mit einem sehr femininen Hüftschwung. Ja. Also wie er sich jemand wieder durch die Gegend schleicht. Sonst Elfen Strumpfhosen. Meine Supi-Dupi-Attacke hier einfach mal so. Immer kommt durch die Wand. Der hat auch mal einen Jump drauf, du. Ja. Der wird immer größer. Das ist besser als Dämonios, ist noch schlimmer. Ja, halber besteht. Das ist nett, das finde ich. Also Dämonios springt wirklich über das gesamte Gebiet einmal. Ja. Auf den freue ich mich auch überhaupt nicht. Ich weiß doch gar nicht, ob wir ihn nicht einmal eigentlich liegen. Kein Bedürfnis, ihn machen zu wollen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, gibt's von ihm eine gute Klebe? Nö. Seine Waffe soll mal ganz gut sein, aber die hat auch Verteidigung verringern und als Klebe taugt sie nichts. Gibt's denn eine Klebe davon? Ja, natürlich. Also zu Demonio gibt's, glaube ich, zu allen Waffen eine. Okay. Aber sie ist nicht gut. Das würde ich jetzt. Im Moment. Solange ich es nicht gesehen habe, kann ich ausschließen, dass er gut ist. In dem Moment würde ich sagen, gehen wir dann als nächstes in den Meisterrang. Können wir auch gerne machen. Oder wir versuchen den Behemoth danach. Also nach ihm hier kommt ja der Behemoth. Mal gucken. Da wolltest du dich anfischen. Ich glaube, beim B-Mod hatte ich sogar mit Meisterrang-Equipment verkackt. Ich bin betäubt. Und ich bin tot. Was? Ja, den habe ich kommen sehen. Ja, ich habe ihn auch kommen sehen. Er hat sich nämlich genau zu mir gedreht. Wo er ja, so zu mir gedreht, nochmal zwei Meter zurückgegangen. Und dann ist er gesprungen. Und einmal Maß genommen. Ich habe versucht, ihn noch ein bisschen abzubrechen, indem ich ihm Schaden mache. Habe ich auch gehofft. Ja. Ich konnte leider nicht zu dir. Das war die Problematik. Zappel nicht so, du kleiner Philippi. Ich höre sie schon Ach, wieder, die Blöde. Kleinen. Ach, jetzt hauen sie ab. Die Geckos sein? Nee, ich hab sie gerade gesehen da auf dem Rückenpanzer. Aber ich wollte gerade hochpirschen da. Gesundheit. Ich wollte da gerade hochpirschen, das ist aber auch schon abgehauen. Voll in die Welt genießt. Ja, hat den Kudo erschreckt, deswegen springt er jetzt gerade hier im Dreieck. Dann hat die ganze Welt erschreckt. Kudo ist gleich tot? Ja, ist gleich tot. Und da hat er mich umgeschubst hier. Heilbe besteht.
Und er springt. Und er sparumt. So ein Arsch, jetzt wo die Heilbar besteht. Ja. Der Sack weiß das ganz genau. Ach so, jetzt pirsch, pirsch, schleich, schleich und dann. Der hat auch ganz genau gewusst, dass ich gerade nicht mich bewegen kann und keiner zu mir kam. Hm. Hat sich genau zu mir gedreht und mich gekillt. Der richtet. Oh. Naja, es ist ja auch immer so, wenn du trinkst. Wenn du trinken willst, ja, dann ist auf nee, einmal. Du schleifst. Jedes Mal, wenn du anfängst zu schleifen, dann kommen sie. Auch beim Trinken. Lass doch mal los, ja. Ja, beim Trinken kommst du ja wenigstens weg. Beim Schleifen bist du immer stationär. Ja. Das stimmt. Ja, wo ist er denn? Bei mir. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist er bei dir. Und ich glaube, du hast es gespürt. Er hat so ein bisschen Aua gemacht, ja. Oh, alter nee, Verwalter, da hat er mir aber gerade einen richtig mitgegeben. Ich bin benommen, Leute. Hast du sie mal kurz? Ja, ja, hat er gerade gut im richtigen Zeitpunkt gemacht hier. Ja, der wird immer aggressiver. Mhm. Das Ende in Sicht. Was macht dieses scheiß Abturnos hier gerade? Die haben mich gerade voll geblockt. Wenn sie auch wenigstens ihn blocken würden. Was? Immer noch? Ich bin doch schon ausgewichen. Immer noch. Ich bin hier voll fett am Ausweichen und der ruppt mich. Der hat so eine scheiß große Hitbox. Ruppt mich einfach immer wieder um. Hau mich bitte, Martin. Nicht blocken, danke. Er liegt. Ja. Jo. Erstmal looten hier. Achso, den kann man looten. Hm. Ja, aber es ist halt nur Kulu Material. Ja. Uncoolu. Uncoolu. Ja, das ist Uncoolu Material. Von Uncoolu, Junge. Nico. Ehrlich, der war jetzt scheiße, der Witz. Der war jetzt echt scheiße. Alter, Gesicht. Hast du den nicht selbst auch mal gebracht? Wunderschön. Nein, ich sag lieber Porto doch, statt Portemonnaie. Das ist genau derselbe Scheiß. Nein. Doch. Portemonnaie doch, hast du doch gerade gehört. Hast du doch gerade selbst gesagt. Ne, du sagst Kuloneku und ich sag Portmo doch. Das ist genau das Gegenteil, bitte. Dieselbe Schublade. Aber gleich uncool. Ist ja alles Unkuloneku. Ja. Oh, ein bisschen Licht. Oh mein Gott, erstaunlicherweise, das war der größte Kulo, den wir gejagt haben. Wahnsinn. Oh, welch Wunder. Das ist ja beeindruckend. Überhaupt nicht. Oder auch nicht, ja. Ist es beeindruckend? Ha, 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 ha.
Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Oh hey, da steht eine Forschungsexpertin. Können wir die doch voll quatschen? Bla bla bla. Hat sie den Finger oben? Ist sie Expertin, ja? Man wird sie auf jeden Fall loben, oder? Weiß ich nicht. Ich Experte, wenn der Finger oben ist. Ach. Ich bin ein Monkey. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ja. Aha, hey. Ja. Ist total geil. Ich meine, ich finde das auch geil, wie diese, diese Mogris halt wirklich mit dieser komischen Flöte, die man früher einfach so, wo das Ding rausziehen konnte, weißt du, reinpusten konntest und dann konntest du immer so ziehen, so gemacht sind. Ah. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Da hast du die Mogris gemacht? Nee, der Ton der Mogris. Dieser Ton. Ach so. So, was will die Alte jetzt? Du konntest jetzt voll quatschen, dann war alles klasse und dann quatschst du mit Mogri und dann geht jetzt als nächstes von der Quest der Behemoth. Aber wenn du schon sagst, der ist so kacke. Er ist auf jeden Fall ein schlechter Verlierer. Das wissen wir. Oh meine Güte. Kann man sich ja mal angucken. Angucken kann man's. Alles klar. Nur gucken, nicht anfassen. Schauen wir. Einmal sterben tut ja auch nicht so weh. Hoffentlich. Aber musste diese Bombe von diesem Scheißding so riesig sein? Ja. Den können wir sogar mit zusammen machen. Also ich finde, das ist ein ziemlich hässlicher Mogri. Ja, dieser mega Plüschkragen da. Er hat erstens, also ja, die haben vielleicht selten Hals und sehen in fast jedem Teil irgendwie anders aus, aber ich finde, das sieht aus wie ein adipöser. Das sind aber die Mogris auch, glaube ich, aus Dingsbums, aus Final 12. Die sehen so aus. Nee. Müssen wir erst anlecken und dann... Nein. Die kann man gleich. Ja, komisch aus. Müssen wir erst anlecken. Quest ist schon auf. Ja. Konnte es erst anlecken. Ja. Das ist noch geleckt. Muss ich erst anlecken. Muss ja mal wissen hier. So. Kannst du ein bisschen leiser machen? Du, die Retinette? Ja, diese Flötentöne. Ja, genau. Und sie dann, ja, okay, alles klar. Logisch, passt. Hey, Partnerin. Er ist bereit für mehr Flötentöne. Dann wenigstens ein paar NPCs mitkämpfen würden. Wenn sie schon da rumstehen und sagen, ja, ich bin bereit. Ja, die machen ja nie was, ne? Nee. Aber dann kann ich ja nochmal um die Ecke verschwinden. Bis Marlin denn da ist, dauert der Moment. Was? Okay. Was? Ja, nochmal Sklavenpiraten anstreichen hier. Was, soll Sklavenpiraten auf den Strich schicken? Ja. Auf den großen Strich. Okay. Grand Line. Ist das die Red Line dann? Nee, der große Strich. Der große Strich ist die Grand Line. Also ein großer Strich. Ja. Stimmt. Meine Piraten. Den Kreuz wird er dann aber von der Red Line, ne? Ja. Das ist der Red Line District. Ja, ist ja klar. So, wo will ich eigentlich hin? Was muss ich eigentlich tun? Was wollte ich denn eigentlich? Quest annehmen. Wo bin ich da? Ach so. Auf in die Kantine. Ja, das auch. Einmal mal kurz auf den Tisch kacken. Den immer noch nicht beigetreten. Ja, Mensch, alter Mann, ist kein Dezoch. Okay. Stimmt. D-Züge gab es damals nicht. Alte Männer schon. Das stimmt. Oder was? Das ist die Frage, wie definiert man alt? Wenn ein alter Mann schon 30 ist, dann gab es da bestimmt schon D-Züge.
Ja, ist immer so objektiv betrachtet, ne? Ja, das was halt. Altes. Ist die Erde alt? Ja. Würde ich behaupten. Im Vergleich zu mir. Ist sie nicht alt, hast recht. Im Vergleich zum Universum? Meh. Wäre so ein kleines Baby. Aber. Selbst ein Baby, das. Die Erde ist dahingehend gerade mal ein kleines Staubkübel. Stückchen Sternstaub, ja. Ein Staubkübel, ja. So, ich drehe mal. Es ging um das Alter, nicht um die Wichtigkeit. Ja. Yeah. Es ist einfach. Naja, aber auch nur. Bist du jetzt bald bei der Quest beigetreten? Es ist. Ja, ich bin bald da. Das glaub demnächst. Ich nicht. Demnächst in ihrem Kino. Kinos sind so tot. Das wäre wahrscheinlich ein echt langweiliges Kino, wenn wir Martin im Kino sehen. Wow, danke! Nein, oh, aber ich meinte so als Film. Ich meinte als Film. Außer du machst einen Neues der Ringe Teil. Alter, dein pinker Kassenkopf sieht so scheiße aus. Ich finde das so klasse. So dermaßen grottig. Kurz zur Erklärung. Das Ding hat eine One-Hit-Attacke. Das ist genau das da. Vorher schmeißt er Meteoriten ab, hinter die kann man sich verstecken von dieser One-Hit-Attacke. Er schmeißt Meteoriten ab, hinter denen wir uns verkriechen müssen. Genau, er schmeißt Steine die ganze Zeit vom Himmel und irgendwann, nachdem ich glaube 4 oder 5 Steine da sind, macht er einen riesen Meteorit, so wie den, der er da gerade gemacht hat. Und dann musst du dich halt von dieser Explosionsquelle weg hinter den Steinen bewegen. Hinter den Steinen verstecken. Sounds logic, Kelly. Ja, ich wollte es mal gesagt haben, weil sonst stirbt nachher definitiv einer. Und ja, das ist One-Hit, egal wie viel du hast. Das werden wir sowieso, aber... Ich block ihn. Den Meteoriten. Tatsächlich nicht. Ach, ich kann alles. Er sieht ja erstmal ein bisschen nice aus. Ein kleines bisschen niedlich auch. Wenn so muss Dämon aussehen. Das stimmt. Das ist schon. Da haben sie wirklich mal was Gutes gemacht, das muss ich mal noch. So ein bisschen bullig ist er schon. Das Schlimme ist, den gibt es nochmal in verschiedenen Stufen, ne? Also es gibt nicht nur den Behemoth, dann gibt es nochmal hier den Hardcore-Gehärten, also hier den kampferprobten Behemoth oder so. Okay. Na komm, ich block dich. Machst du Witze? Ja, ich mach Witze. Hat das bei dir auch gesagt? Das Geile ist, jetzt steht da auch Waffenschaden und alles. Ja. Das Wort Waffenschaden, ja. Ja, also wie viel Schaden du halt wirklich gemacht hast, hast du jetzt. Und welchen Angriff du gemacht hast. Ja. Sagt mir einer Bescheid, wenn die Meteoriten kommen und... Ja, alles gut. Das ist übrigens unzweckmäßig, wenn sie auf ihn landen. Ey, was war das denn? Der hat mich da runtergepustet. Ja, hat jetzt Unterbauchpups. Ja. Ja, das ist... So wie jeder Final Fantasy große Boss hat er Feuiga, Blitzga, Eisga und Aerobar. Stellst du das zuerst oder soll ich irgendwas aufstellen? Kannst du gerne machen. Ich hatte eben bloß kurz eine. Ja, nee, stell mal auf. Ich bin gerade in der Luft. Ja. Ich habe gerade nicht gesehen, dass ihr schon so viel Schaden hattet. Ich hatte mir vorhin bloß. Dings geholt. Das ist wirklich unzweckmäßig. Ja, schon der dritte, ja, ich weiß nicht, ob der zweite oder der dritte war, den er jetzt für den Brand gesetzt hat. Das ist unangenehm, ja. Was gemacht? In Brand gesetzt? Er macht die Meteoriten die ganze Zeit auf sich. Dadurch zerbomben die sofort. Was ist gerade denn passiert? Ich bin auch unmächtig. Sein Bauchnabel hat uns gemacht. Oh Gott, er hat jetzt den vierten auch noch in den Sand gesetzt. Ja. Und sein Bauchnabel hat uns einfach mal getötet. Ja, er hat sich auf den Kreis gedreht, damit hat er euch getötet. Einfach durchs Zerreiben auf seinen... Ja. Auf seinem Abdomen? Ja. Das ist jetzt unzweckmäßig. Sind wir in Sicherheit, wenn wir hier oben im Lager bleiben? Ja, das macht alles geholfen.
Klasse, der versperrt auch gerade einwandfrei den Eingang. Der hat es am Eingang gerade erfolgreich in Aeroga gemacht. Musste gerade weglaufen. Und schon wieder. Mit dem Ellbogen. Wahnsinn. Hey, wir haben noch 6 Versuche. Ich meine, wenn selbst sein scheiß Ellbogen und sein Bauchnabel uns umbringen können. Ja. Mit bloße Berührung übrigens. Dann weißt du, dann hast du einen Behemoth vor dir. Und ich wette, der wird wahrscheinlich genauso lange dauern wie dieser blöde Wald-Dingsbums. Nein, die Waldrad. Gestern. Ja, aber so lange meint sie. Ja, aber zeitlich ging der eigentlich noch. Du hast halt, die Quest hat einfach nur lange gedauert, die ganze Zeit. Nö, die Quest selbst war nicht das Problem. Der Kampf mit ihm war das Problem. Kommt er wieder aus seinem Loch gekrochen? Bleib da hinten, Junge! Geh mal noch. Noch ein Stück, noch ein Stück. Wieso bin ich denn jetzt beschädigt hier? Oh Gott, noch ein Meteorit. Ich hab übrigens mal immer noch keinen Meteoriten, den wir uns notfalls verstecken können, ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Ja, wenn das kommt, dann müssen wir einfach rausgehen aus dem Gebiet. Ja, macht Wind. Kann man seinen Schwanz abpacken? Ich glaube ja. Ich stelle mal eine Heilbubble auf hier. Nein, nein, jetzt doch nicht, jetzt doch nicht. Ach, gerade eine Heilbubble hingestellt. Ihr müsst auch unter euch achten. Also wenn er den Wind, den bereitet er vor, ne? Oh. Den Wind macht er unter. Der zieht er unter euch lang. Und dann irgendwann setzt er ihn vollkommen ein. Oh oh. Ich glaube, das war Feuer. Ja. Hat er mich weggepustet hier. Ich mach doch sowas nicht. Let me do, du! Ich schwanke und schleiche und. Uff. Da hinten ist noch meine Aura-Bubble da. Meine Heil-Bubble. Nicht mehr lange. Ja. Oh. Komm mal hier mal wieder. Ich glaube, ich will hier weg. Bin mir nicht ganz sicher. Anni hat nur einen Wind gemacht. Und da wurde es heiß am Bart. Ja. So. Zaubert Meteor, Mann. Achso, ja. Ja. Und noch einer. Oh, in den Wind reingerollt. Toller Gegner. Das ist ja richtig arschig. Ja, also deswegen hast du halt auch 9 Versuche gegeben, ne? Ja, die braucht man auch, oder? Den Wind kannst du ja aber klemmen, Digga. Kannst du ja klemmen, Digga. Wind, jetzt kommt Wind, noch mehr Wind. Ich kann meine Fenster nicht abbrechen hier. Schnell. Stimmt, der Behemoth sagt dann die ganze Zeit an, was er macht. Alter Verwalter, sein Schwanz war ja ein mordsmäßiges Kackteil. Wow. Und schon wieder. War die gerade angekommen, sofort wieder tot. Sein Ellbogen schon wieder. Konnte ich gerade so ausweichen. Jo, ich hab das Gefühl, er braucht mich nur angucken, schon wieder tot. Ja, du hast wahrscheinlich keinen Max. Du hast wahrscheinlich zu wenig Leben. Er hat mich auch, als ich beim ersten Mal mit dem Bauchnabel einfach berührt, Pommes, tot. Wow, jetzt brenne ich. Haben wir die Heilbar? Ja, aber nicht weg. Nee, ist immer noch nicht heil. Da! Oh, geil.
Was denn? Er hat, ach, jetzt Feindseligkeit. Ah, jetzt haben wir den Spaß. Stimmt. Der wählt sich irgendwann ein Aggro, also irgendwen zu Aggro. Schön, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob ich es sein könnte, weil ich war jetzt im Mut. Nee, ich hatte ihn gerade. Jetzt schleife ich gerade. Nee, ich bin aufs Gebiet gegangen und dann war er wieder aufgehört. Boah, zum Arsch, ich gerade geheilt, gerade geschliffen. Und dann schmeißt er mir hier so einen scheiß Feuerball auf den Kopf. Ist aber auch ein Arsch. So ein Feuerball, ja. Das ist unzweckmäßig. Ah, die Windgranate da. Wow! Blaufahne! Er sagt so, ich spring mal kurz durch die Map. Ja. Yep. Ich dachte, jetzt spinne ich gerade mal ein bisschen weg. Und gerade mal heil, guckst bloß den Weg aus, wo du durch diese Fontänen hier durch, hier diese Wirbelwinde durchkommst. Ich stand doch nur an seinem scheiß Bauch. It's a never ending story. Ich stand ja nicht mal direkt unter ihm. Demoff bereitet Charuptes vor. Ja, du fliegst gleich wieder weg. Ah. Den hatte er unter dir. Cherubides macht er, oder Cherubides. Cherubides. Was ist denn ein Cherubides? Wieso, gab es jemanden, der das so genannt hat? Das ist keine Ahnung, was da steht. Nein. Cherubides ist doch hier. Ja, Cherubides. Irgendwas mit Kirsche. Nicht schon wieder, Junge. Es steht da aber auch gerade so kacke, dass ich nichts machen kann. Steht er jetzt besser? Ja, jetzt steht er wieder im Raum. Jetzt geht er wieder zurück zu euch! Ich lauf doch schon gerade raus. Nicht hier. Zu mir. Ja, der folgt Winter wieder. Er macht wieder Winter am Arsch. Der Wind könnte ja mal weggehen, ne? Er schiebt ja immer einen nach. Ehrlich. Wow. Ich seh bloß. Ey, Mann, nee, mich selbst. Häng dich nicht an seinen scheiß Horn. Ja, besonders mit dem Springen. Generell. Einfach nicht in seine Fresse hängen. Es sah aber schön aus, du fliegst dahin, er springt und tot. Als wenn ich jedes Mal, wenn ich den Flieger zerstört habe, echt mal meinen Kopf an die Wand schlagen. Ja. Um den Flieger klar deutlich zu machen, dass das nicht geht, so. Also Fliegen hast du halt auch wirklich so Fliegencharakter. Das ist wirklich am Arsch. Da geht ein bisschen laues Lüftchen. Meteor. Da, jetzt macht er Stein. Jetzt hat er Stein gemacht. Stein! Hast du Stein gemacht? Stein hast du das gemacht. Hat er Steini gemacht. Hat er großen Steini gemacht. Ihr seid doof. Oh, hey, ich bin unter dem Stein. Er hat noch einen Steini gemacht. Also jetzt bereitet er wirklich... Ah, Komet ist es, was er beschwört. Meteor sind die kleinen Steine, die er dann nachher einwirft. Komet sind dann die Steine, die blocken. Da kommt schon wieder so eine riesen... Ja, ist auch Martin. Einfach erstmal laufen. Aber es sind nur zwei Steine bisher. Ja, bis dato. Das ist so eine. Und da ist der Martin. Letzter Versuch. Und ein Komet ist zerbrochen. Aber da kommt ein neuer. Zählt das als dritter oder ist das jetzt wieder der zweite? Das ist der dritte. Ich will doch nur seinen Mega-Angriff sehen. Zu Staub zu fallen. Das kriegst du hin, wenn du so weitermachst. Das erste oder das weitere? Wow, jetzt bin ich in Ohnmacht gefallen. Das war ja richtig mies. Ja, er ist halt auch wirklich.
Also wie gesagt, ich habe ja auch mit Master Rank Equipment hatte ich meine Problemchen gegen ihn. Ja, aber übel. Gut zu wissen, dass es sowas gibt. Also mal reinschauen finde ich gut, aber ich muss ihn jetzt nicht gleich nochmal machen, ehrlich gesagt. Ja, schön hier. Wo gehen wir als nächstes hin? Ja, dann wird's jetzt der Meisterrang. Ja, neue Klamotten. Meister? Hm. Meister! Warum heißen die Deutschlander eigentlich Deutschlander? Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald kommen. Oder von allen Deutschen das Beste drin ist. Das ist ja knackig wie Wiener. Ja, die großen Österreicher. Ich glaube, wir müssen tatsächlich das alleine machen. Was? Ja, wir müssen erstmal wieder rüber ins neue Gebiet. Achso, anlecken. Und dann erstmal gucken, nicht anfassen. Heißt es mal den komischen Blutter voll labern. Direkt beim Eingang, denn, ja? Im neuen Gebiet, im alten Gebiet. Naja, hier vorne direkt in der Base hier. Den energetischen Fünfer anquatschen. Das sind aber nur vier. Ja, der Typ heißt so. Der energetische. Der energische. Der ist richtig positiv geladen. Ich bin da echt. Also manchmal stelle ich mir vor, ich bin Analphabet, aber eigentlich kann ich ganz gut lesen. Ja, du kennst ja, dass Menschen nur die ersten paar Silben oder Wörter oder Buchstaben lesen von einem Satz oder einem Wort. Sich den Rest eigentlich denken. Bereit zu gehen? Ja, das ist mein Problem. Ich denke mehr drüber nach. So, ich sage ja. Yeah, packen wir es an. Ja. Er hat auch yeah gesagt. Packen wir es an. Genau. Oh ja. Er soll seine gut bei sich behalten. Muss aufpassen, was er so anpackt. Ich hoffe, keine ganz schmutzigen Dinger, ne? Nee. Immer schön die Hände waschen. Ein Plumpser geht rum. Er weiß nicht warum. Ich habe wer sich umdreht oder lacht, der kriegt den Puckel voller Schacht. Ja. Legianerspuren. Keine Frage, wir haben Fußspuren gefunden. Ja, keine Frage. Legianerfußspuren. Wir haben Lugia-Fußspuren gefunden. Alte Pokémon bereiten uns. Seltsam auf dich? Gehen wir weiter. Es fühlt sich ein wenig seltsam an, jetzt da die Untersuchung der ältesten Wanderung abgeschlossen ist. Es ist aber auch aufregend. Todverderben. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Ach, du beantwortest immer voraus. Es ist so ruhig. Was ist los? Mein Gott, kannst du mir aufhören, so dumme Fragen zu stellen? Was los? Sind die Vögel? Es ist so ruhig. Du musst einfach nur durchlaufen. Lauf einfach auf die andere Seite von der Map. Und dann... Die Spuren führen nach Westen, Partnerin. Ja. Ich lauf doch schon. In Richtung der grünen Punkte kommst du nicht weiter. Ich frage mich, ob die nächste Untersuchung auch so lang wird. Ich habe vor, noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt hier zu bleiben. Man sagt, die ältesten Wanderungen finden alle 10 Jahre statt, richtig? Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Wir können unsere Untersuchung nicht als abgeschlossen bezeichnen, wenn wir nicht bleiben und uns davon überzeugen. Bin ziemlich sicher, dass die erste Flotte auch so denkt. An Krallenspuren auch keine lecken. Aktonaut. Brauchst du nicht mal machen. Ist es der Wind? Nein, das ist es nicht. Scheint, als würden wir in die richtige Richtung. Nein, es ist ein Twister. Es ist ein Tornister. Es ist ein Tornister. Gesicht geht in die richtige Richtung. Außerdem brauche ich Zeit, um meine eigene kleine Untersuchung durchzuführen. Das ist ein Grund, warum ich ursprünglich in die neue Welt kommen wollte. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ach du. Oh, Eisbjörn. Das erinnert mich an was. Panzerbjörn. Du hast mir nie erzählt, was dein Baby Grund Eisbjörn, Baby ist. Eisbjörn. Moment. Wir sind wohl fast da. Die Geschichtenerzählerei muss warten. Also ihr müsst quasi in der 1, denn von der 1 Richtung Norden laufen. Ja, ich musste auf die Schneckschnecken warten. Ich mach das nee, auch. Musst du nicht. Du kannst nach vorlaufen. Immer nach Norden. Immer nach Norden. Auch hier Norden ist vorne, ne?
Ich hasse dich. Ich hasse dich. Mach dir Zorro. Ein Pekinesa. Das war aber Ruffy. Nee, oh, stimmt. Ja. Ruffy sagt so, ja, Süden, auch im Süden ist es immer warm. So da ist es wärmer. Okay, dann geht nach ja, Süden. Dann ist das Süden. Das war Ruffy. Wo fliegen die hin? Auf Sky Island. Ja, das stimmt, das stimmt. Wo fliegen sie hin? Weg. Einfach auf, weg. Auf Lysops Insel. Hey. Immer nach Norden, immer nach Norden. Hey, hörst du das? Nee, Quatsch, nee. Als sie aufbrechen zum Knock-Up-Stream. Und er dann zurückrennt, immer nach Norden oder so, keine Ahnung. Ist das der Wind? Alter. Nein, ist das nicht. Oh, ist ein Rudel Dicke hier, Nas? Da jemand? Boah. Rambo. Fighten wir jetzt 20.000 auf einmal. Ist ja klar. Was bist du denn für einer? Jagst den Legianas einfach so hinterher. Was ist das? Der Legiano. Nee, der sieht nicht nach Legia aus. Ja, Legiana ist die Frau und Legiano ist der Kerl. Ja, aber der sieht trotzdem nicht nach Legiano aus. Nee, das ist Jean Reno. Das ist der Kerl. Das ist Jean Reno. Das ist ein Auto. Jean-Claude Van Damme ist das. Nee, Wasabi-Cop ist der jetzt. Ist der Dude. Ja, Schnecke, schnapp dir ein Boot und los geht's. Aber ich dachte, sie wollte hierbleiben. Ja, die bleibt doch sowieso zurück. Naja, irgendwie schon. Sie ist zwar angeblich immer dabei. Sie hat vorhin gesagt, sie will nach 10 Jahren diesen Wald kacken, um sicher zu gehen. Da jetzt alle hier sind, dass er doch das Ende war. Nun, Analytikleiter. Der ältere mit der alten Generation, weißt du? Warum sie entweder Ältestenwanderung. Meine ich doch. Sie jenseits der See. Kommandant? Immer schön Text überspringen. Entweder hat allein, oder. Entweder hat oder. Kommandant, wenn wir den ziehenden Legia vielleicht. Und jetzt wird es interessant. Entweder hat also oder. Etwas mit mehr Stimulation? Etwas mit ja, mehr Stimulation? Mit Hilfe des. Das ist also bestimmt. Also, es wird jetzt gerade lang, diese Diskussion. Glück, Leute. Das ist ein. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Also gut. Wegtreten. Na, endlich. Halt doch die Klappe mit deinem scheiß Saphirstern, Mann. Kannst du gleich wieder voll quatschen. Alter, gib mir auf den Sack mit seinem Saphirstern. Kannst du die Saphirsterne da behalten, wo sie hingehören? Zeit für den nächsten großen Schritt. Sprich mit dem Kommandanten am Ratstisch, wenn du bereit bist. Ja, toll, möchte ich verlassen. Okay. Nun geht schon. Okay. Ran, leg los. Ach so. Der Kommandant ist am Ratstisch. Hätte ich ja nie gedacht. Der ist ja sonst immer in der Essensküche. Ja. In der Kantine oben. Er verkleidet sich als Katze und macht das Essen da oben. Der setzt sich eine Perücke auf und verwandelt sich in Leomon hier. So, ich muss noch den Meister der Hacker quatschen, der hat irgendwas. Lode, wie du noch nie geloadet hast. Noch sind wir nicht zu Hause. Zu Hause ist erst nach der zweiten Mission. Nee, nach der ersten. Und der Meister der Jagd wollte jetzt irgendwas mit Theostra? Was soll das denn? Die sengende Sonne? Na. Ich glaube, es war eine Special Quest. Ja, offensichtlich. War eine blaue. Ich habe eine auf jeden Fall nicht angenommen. Bei der Meisterin der Flotte. Nicht da draußen. Uff, zum Flugschiff. Auch wenn der Schlupfhilf, ne? Kriege ich denn jetzt einen Luxusraum ja, zum Bewohnen? Die zogen in die gleiche also, Richtung wie die Legion. Erst nach der nächsten Kombüse. Quest, dann kriegst du einen richtigen Luxusraum. Also dann ja, ist richtig fett. Also die Kombüse. Hey! Das Lazarett? Mit zwei Bergen. Das Lazarett, da werde ich wahrscheinlich auch zu Hause sein, öfter mal. wie heißt das andere? Die Latrine heißt das, genau. Da komme ich dir mal zu Besuch. Ich verwechsel das immer, wenn man dann mit Elder anfängt. Ja, ich kann kaum erwarten, loszulegen. Ja, wir schicken dich zum Heilen auf die Latrine. Ja, da heilt man am besten. Zumindest bei einer Magen-Darm-Geschichte ist die Latrine auf jeden Fall die beste Heilung. Ist der bessere Ort, ja. Ah.
Ich weiß nicht, in Lazarett würdest du wahrscheinlich einen Einlauf kriegen. Ich kann in diesem Nebel nichts sehen. Das wäre unangenehm, ja. Wir sind nicht den ganzen Weg umsonst gekommen. Aber du hast wahrscheinlich weniger Schmerzen, als die ganze Zeit immer zu schreiend auf Toilette zu laufen, weil du Schmerzen hast. Der Bauch brennt. Hey. Legiana, hä? Huh? Und wir wissen nicht, wohin sie ziehen? Hab ein Gerücht über eine Insel gehört. Ja? Das wäre ziemlich aufregend, hä? Huh? Ah. Was zur Hölle war das? Bist du okay? Schau! Eine Insel? Eine Insel? Da ist eine Insel. Wo denn? Die Strömungen werden stärker. Ah, ist das schon senkrecht? Ja. Ja. Weil, macht auch nichts auf die, ne? Also ohne Scheiß. Das ist ja kein Schlugpfiff. Das haben sie so gebaut. Partnerin! Frack oder was? Mir geht's gut. Aber das haben sie so gebaut. Ja, das haben sie extra so gemacht. Ja. Da ist warte, eine Insel. Cool. Die haben noch einen Knall, die langen Spitzohren. Du hast recht. Vielleicht eine Landmasse. Vor allem vielleicht eine Landmasse. Sie reden davon, dass es eine Insel ist, aber es ist vielleicht eine Landmasse. Es ist eventuell eine Landmasse. Wir müssen uns könnte auch eine Fatma Morgana sein. Geht rein. Eine Fatma Morgana? Eine fette Fatma Morgana. Mit 12 Bergen. Mhm. Und dem tiefen Wald umher. Wir suchen einen Landeplatz für das Schiff. Woher wusste er das? Der Kommandant hat sich kein Bett ausgesucht. Warum hängt meine Katze an diesem komischen Anhängsel dran? Weil sie es kann. Die sollte doch an mir kleben und nicht an der anderen Schnecke da. Nee, das ist ja deine Partnerin. Ja, aber die macht doch nichts. Ja, der Boden ist immer uneben. Haha! Ich bin gerade erstmal abgestürzt. Die stürzt auch gleich ab. Freu dich drauf. Weil verdient hat sie's. Einzig meine Mieze ist dick genug gekleidet. Als Schneemann, die ist getan. Schau dir Schnee nee, du kriegst jetzt Kaltwetterausrüstung. Es ist so kalt. Ja, eine Kaltwetterkatze? Ja. Wir können nicht lange in dieser Kälte. Die kriegt auf einmal Plüschfell, so Double-Plüsch-Attacke von hier. So ein Rollerfellball. Lass uns eine Lage aufgaben, bevor wir wie ist nochmal das Spiel, wo du mit so einer Kugel durch die Gegend und alles andere kleben bleibt? Der Kommandant hat uns mit Kugel vielleicht ist es ein Zwei-Spiel oder so ein Xbox-Spiel. Pico-Mico? Ja, so was. So ein Early 2000er-Game. Kenn ich gar nicht. Nee, das ist tatsächlich kein Early 2000er Game. Das ist in Japan so ziemlich beliebt. Du bist so eine Kugel da und alles bleibt in der kleben. Ja, das ist in Japan sehr beliebt. Komische Dinge sind da oft beliebt. Der Boden hier ist uneben. Boah, Schnee. Oh, Schnee im Sommer. Und sie, ja. Der Boden ist uneben. So. Und dann tschu, macht den Abflug. Heiß. Getränke. Es bewegt sich auch noch alleine oder was? Oh, Mammutartiges Gekröse. Mammut. Das ist ein Pepe. Ich weiß es noch nicht, so dich war ich noch nicht dran. Aber ein heißes Getränk solltest du benutzen, sonst verlierst du Ausdauer. Wie kacke ist das denn? Ist das hier dauerhaft so? Ja, deswegen muss man, also wie in den anderen Gebieten, wo du dauerhaft Schaden kriegst, deswegen trinkst du ein Haltgetränk, ist es hier, verlierst du dauerhaft Ausdauer, deswegen musst du ein heißes Getränk trinken. Wie uncool ist das denn? Wenn das ein ganzes Gebiet ist, ist das richtig scheiße. Aber ich hab doch hier diese Deko-Rüstung. Erstens das. Und zweitens gibt's mehr als genug von den Pfefferschoten. Schau, ja, darum geht's ja nicht. Doch. Es geht nicht kannst um ja ohne Probleme, ohne großen Aufwand, kannst du dagegen vorbeugen. Legiana, ich alle Nase lang. Übrigens nach links weglaufen. Also hier. A paper? War das gerade ein heißes Getränk an der Pflanze drin? Nee, ja, du machst aus dem Pfefferschoten machst du ein also. Ja, okay. Millennium-Pestwurz. Ach ja, jetzt geht's ja wieder Erze sammeln und Knochen sammeln und bla. Ja.
alles auf Anfang. Gefühlt von dem Verteidigungswert schon, ja. Flossenabdrücke. Ist denn das Saftding? Ich habe ganz ähnliche in der neuen Welt gesehen. Na, in der Leiste, ne? So ein Heißgetränk, rotes Zeug. Da ist es doch. Eindeutig Spuren eines großen Monsters. Okay. Aber habe ich nicht gerade zwei aufgesammelt oder eine? Lohnt sich sonst Hefe zu töten? Nein. Gibt ja keinen Pelz oder sowas? Nein. Oh. Höre wieder. Ah, da ist der andere. Wie im Hintergrund förmlich der Tony abnippelt. Gleich. Der Tony Stark. Der Tony, der Starke? Ja. So stark war der dann offensichtlich doch nicht. Der jute Tony. Der einzig wahre. Downey. Der Downey. Der Downey-Syndromi. Nee, der Downey Junior, meine ich. Was hat die denn gedacht? Also bitte. Ein bisschen Anstand. Ich denke gerade nicht. Ich laufe nur irgendwo hin. Sammel alles, was ich noch nicht kenne. Ach so. Jo. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt ein Notsignal senden, sodass wir jetzt zusammenspielen könnten. Ich weiß. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, tatsächlich nicht. Verdammt, den müssen wir so töten. Den müssen wir töten? Das Monster. Ich weiß noch nicht, dass es hier ein Monster gibt und wo es hier ein Monster gibt. In dem Gebiet nach links, habe ich schon gesagt. Ja, ich bin doch schon links weggegangen. Anscheinend nicht. Ich bin hier irgendwie. Das Ding ist nämlich ziemlich auffällig. Ach, weiß ich. Ist getarnt. Jetzt bin ich im Lager zurück. Bin doch gerade nach links weggelaufen. Also du rennst da einmal kurz ins erste Lager rein, da wo die Pepe sind, und dann gehst du nach links. Bin doch gerade nach links gelaufen. Ich warte hier auf dich. Anscheinend nicht, sonst würdest du da ein Monster sehen. Da hinten ist die Schnecke. Quasi so ein Eisfischi. Wenn du sehen. Spoiler. Ja, okay, ist fast bald. I don't care. Ich glaube, ich habe keine Eisresistenz. So ein Eisfischi ist oder ein Eisleomon oder was auch immer. Sieht nach einer Lichtung aus. Schauen wir uns das an. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass wir den drücken müssen. Alleine. Das finde ich irgendwie kacke. Ich finde das sowieso mal kacke, wenn zu viel Zeugs alleine zu machen ist. Hier ist noch eine weitere Spur. Da haben sie halt bei Monster Hunter Rise mitgedacht. Besser mitgedacht. Ja, wenn ich schon Multiplayer integriere, dann allumfassend. Also. Ja, das stimmt. Ich meine, bei den Special Events haben sie es ja teilweise hingekriegt, dass du denn da halt in den Sequenzen als Rudel zu sehen warst, so wie jetzt beim Behemoth. Ja, aber beim Witcher-Ding zum Beispiel wieder nicht. Ja, der Witcher, der war halt auch komplett alleine. Ja, wo du ja als Witcher kämpfen musstest unbedingt. Ja, genau. Mit dem Eisschutzmantel kannst du dich übrigens auch vor der Kälte schützen. Boah, Snow Sharks. Da gibt's einen Telefonfilm von. Ohne Witz. Gibt doch Sand Sharks, aber. Den Eismantel habe ich nicht dabei. Biotodus! Biotodus. Mensch, auch gar nicht copy-paste. Ich kann's noch nicht sehen. Ich hänge noch hier in der Frequenz drin. Okay, jetzt. Doch, hast du. Ich hab keine, da hab ich die, ja, ich wollte sagen, wenn ich die Pfefferschot eingesammelt hast, hast du wegen diesem Heißgetränk. Laut meinen Notizen wird dieses Monster Beotodus genannt. Oh, die Beine sind wohl der Schwachpunkt. Die Beine, er hat Beine? Die hab ich noch gar nicht gesehen. Lock ihn aus dem Schnee. Du hast ja Spaß. Boah.
hat mir gleich ein mitgegeben, dieser kleine, fiese Lump. Fiese Möb. Da ist er. Ach, die haben Revierkampf, deswegen passierte da nichts. Boah, das haut auch noch ab, der. Ja. Ja! Lass mich in Ruhe. Wenn du von dem Schneeangriff des Beotodus getroffen wirst, bekommst du die Eispest. Wenn du seine Beine brechen kannst... So, darf ich jetzt endlich mal gegen ihn kämpfen? Oder hat er wieder drei Gebiete weiter? LOL! Ich weiß, was ich einfangen möchte. Die habe ich ganz vergessen, dass es die hier gibt. Achso, du kannst. Es gibt übrigens so eine Monster in der heißen Quelle. Ich habe noch nicht mal eine heiße Quelle gefunden. Ich hänge hier noch an dem. Direkt links, da wo der Stammbutter Fisch hier ist. Also links in dem Gebiet, da wo der Fischi war. Ja, ich hänge noch mit dem Fischi im Spiel. Wir kuscheln gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass ich die jetzt mal gleich. Um gleich mal klarzustellen, wie da der Unterschied ist zwischen den Leben. Eine Explosion bei dem also in dem High-Rank-Bereich hat 120 Schaden gemacht. Im Master-Rank-Bereich macht die 300 Schaden. Also kannst du davon ausgehen, die haben hier 2,5 mal so viel Leben. Jetzt habe ich ein Material von ihm gekriegt und das war eine große Wyvern-Träne. Genau, ja, das, was ich haben wollte. Wenn du seine Beine brechen kannst, kannst du vielleicht die Eispest vermeiden. Der kann doch nicht mehr laufen. Ach, habt ihr dir das auch gerade gesagt? Ja, ja. Wie jetzt auch schon zum zweiten Mal oder so? Oh, meine Fresse. Das kann doch nicht sein. Schon wieder Eispest. Nizi, heil mich doch mal hier. Er haut ab, das ist doch mal nett. Beotodushorn. Gucken wir doch mal, wo er hin ist. Ach, da hinten ist ja noch ein Honig. Na egal. Was ist da für ein Fragezeichen? Oh, hier sind ja keine... Ich finde schön, dass der Beotodos nicht ganz so kacke kämpft wie der Juratodos oder der Lavasio. Wird dich aufwärmen und vor den Auswirkungen des harschen Klimas schützen. Oh, heilend ist es auch. Der ist halt deutlich häufiger über Wasser. Also über dem Schnee. So. Mal checken, wo der Dude hin ist hier. Für Beine denn, Mann? Er hat ja keine Beine. Ja, doch. Worauf er, wenn er mal irgendwie auf. Keine Tippelfüße unterm Schnee oder was? Na, die Teil. Ne, Juratodos hat doch auch welche. Genau. Diese Flossen, auf denen er manchmal steht, wenn er drei Schritte läuft, wenn er mal aus dem Schlamm und Wasser und kein anderes rauskommt. Mr. Schneehirsch kommt auch noch, wunderbar. Jetzt was auch immer das ist, ging aus Star Wars geklaut oder so.
Was? Muss ich lauschen, das, was du meinst? Schneehirsch, okay, ja, der kam bei mir auch gerade an. Der zweibeinige Schneehirsch, genau. Muss ich ihn aufschlitzen und in die reinklettern? Ja, ist so. Alter. Boah. Es sieht genauso aus wie sonst, ohne das Geweih. So. Der Schneehirsch ohne das Geweih, halt, stopp. Aber die bekabbeln sich schön. Ja, mach ihn mal richtig Schaden. Ja, die Schaden machen Revierkampf. Ein Großstadtrevier hier, oder was? Mob ihn nicht, er ist sensibel. Was, Fischi oder? Sowohl als auch. Horny. Es gibt sogar Mistkäfer hier, krank. Ja, den habe ich schon gefangen. Nicht gut. Kann deine Ausdauer beeinflussen. Perfekter Moment für ein nettes, heißes Getränk. Mein heißes Getränk ist alle. Okay, dann trinkt sie noch mal was Heißes. Hat sie den Pepe könntest gemacht? Du töten, damit du mehr Ausdauer bekommst. Aber vom Pepe kriegst du Fleisch. Das kannst du grillen. Gott, das wäre schön, wenn du nicht ganz so nervtötend wärst. Es wäre schön, wenn er langsam mal sterben würde. Dauert eine Zeit lang. So ein Juratodos hat man da schon dreimal erledigt. Nee, das stimmt nicht. Doch. Juratodos hat auch erstaunlich gelebt. Da ist er ohnmächtig geworden. Also. Wenn du seine Beine brechen kannst, kannst du vielleicht die Eispest vermeiden. Jetzt sitze ich schon wieder drauf ohne Ausdauer, das ist doch. Und mit Eispest. Warte mal, sie hat mir gerade gesagt, ich soll mit einem Notleuchtzeichen andere Jäger rufen. Was? Ja. Bei mir hat sie es. Als ich gestorben bin, hat sie es gerade gesagt. Bei mir hat sie es nicht. Okay, ja, ich bin nicht gestorben. So. Wen kannst du? Ist das der vierte Tag? Kommunikation? Nee, auch im dritten. Also müsstest du quasi einmal sterben, damit du dann andere Leute dazu holen kannst, okay. Ressourcen, Wunschliste, Gildenkarte. Okay. Ach da, Notleuchtzeichen abfeuern geht nicht. Hast du doch gerade gesagt, die Alte. Miststück von einem Vieh. Müssen wir da hinten kurz. Oh, Ausdauer alle, vielleicht liege ich hier. Nein, wie gesagt, wenn du ein, zwei Pepes, dann kriegst du Fleisch. Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Nee, ich werde wiederbelebt. Meine Miezekatze kann es ja schon. Oh. Ich wollte nämlich eigentlich so eine Vitalwespe sammeln, aber der ist mir gleich hinterher gestiefelt. Ja, er hat da so ein Talent für. Ich hab das mal jetzt abgebrochen und gehe jetzt wieder da zurück. Vielleicht kann ich ja dann einladen oder so. Ich glaube tatsächlich nicht. Bedingt dadurch, dass er da ein bisschen behindert ist. Also, dass er das nächste Gebiet das nächste Lager freischaltet. Deswegen kannst du es, glaube ich, nicht machen. Neue so. Quest bekannt machen. Meistermann, Aufgaben. Die Eistaufe. Eisfischi. Drei Leute. Kannst du drei Leute sagen? Ja, ich kann jetzt die Quest auch machen mit dem Fischi. Ah, das ist merkwürdig. Ja, man muss halt einfach wieder ins Hauptlager zurück.
Ja, weird. Ja. Ich hab auf. Ach, Mist. Falls ihr Langeweile habt. Ja, ich wäre gleich da, ich würde ihn aber meinen gleich erstmal kurz töten. Ja. Also. Ich bin jetzt gerade so schön dabei. Ich würde es bei mir jetzt auch gerade noch weiter probieren, danach können wir gerne. Achso, ich dachte, du warst schon gestorben. Du bist doch jetzt auch gestorben. Also, nee, ich bin doch wieder aufgestanden worden. Von meiner Mieze. Ja. Achso, stimmt. Die hat mich ja gleich. Du bist ja nicht ohnmächtig geworden. Nee. Deswegen ist es noch nicht abgebrochen. Mieze Katze hat ja schon gemacht hier. Katze klärt. Mieze Katze. Aber ich habe kein Grilltalent, muss ich sagen. Hier. Du musst einfach nur auf den Ton hören. Hab ich ja. Grilltalent und auf dem Ton? Ja, wenn du Fleisch grillst, dann spielt ein Lied. Dieses din. Und dann nach dem letzten din musst du halt das Ding abbrechen, dann hast du perfekt gegrilltes Fleisch, was sofort deine maximale Ausdauer wiedergibt. Und total episches halt für alle ausdauerbegabten Menschen. Dafür hast du diesen komischen Grillspieß. Mega geil aus, wenn du das grillst. Das stimmt. Mach mal nicht. Mach mal nicht, ey. Voll uncool. Mega unknorke. Wow. Hast du mich hier angeschubst? Komm mal her hier. Ich würde sagen, morgen ist Freitag. Jo, das ist gut. Ja, das ist besser als, gut. Besser als wenn morgen Donnerstag wäre. Das stimmt. Definitiv. Ich habe Expertenjuwele vom Schmied in den Arsch geschickt. Was hast du? Wieso hast du was? Ich habe gerade den Schmied angesprochen, der hat mir jetzt 4 Expertenjuwele in den Arsch gestopft. Okay, das ist. Ja, okay, da muss ich dir auch gleich mal voll quatschen. Keine Ahnung, warum. Ja, die Expertenjuwele sind die geben, das sind die kritischen Blick geben. Das ist die, die du quasi immer einbauen willst. Also. Weil kritischer Blick ist halt quasi. Ja. Crit. Und Crit macht 30% mehr Schaden. Kannst du erhöhen bis auf 50% mit weiteren Ausrüstungsgegenständen. Kritischer Blick. Nein, Katze! Ich hab aber auch echt nur Drecksheilung mit. Ich hab nämlich vorher nicht einmal an der Kiste dran vorbeigegangen und hab meinen Scheiß aufgefüllt. Nee, aufgefüllt habe ich auch nicht. So ist das. Ich hatte nur mal irgendwann zwischenzeitlich abgelegt, aber nicht aufgefüllt. Selbst das habe ich nicht mal gemacht. Das muss doch mal langsam hier mal mit X zu Ende gehen. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Ich bin nicht angestupst hier. Das kannst du nicht bringen. Oh, ich hab ihn getötet. Ach, das war eine Expedition, deswegen konnte man. Oh. Das war eigentlich nicht die wirkliche Quest, das war eine Expedition. Deswegen kam es nicht. Jetzt, das ist eine Expedition. Also, ja, die Aufgabe ist, ihn zu töten, aber du gehst hier rein als Expedition. Und nicht als eigentliche Mission. Deswegen kam dieses Feld auch nicht für Notsignal denn. Hey, es gibt jetzt Pestbier als Zutat. Das ist unangenehm. Wenn es schmeckt. Warte, ich bin in Ohnmacht gefallen? Ist egal, ist eine Expedition. Das kannst du so häufig machen, wie du willst. Ja, ich wollte es ja gerne noch beenden hier. Ja, kannst du doch. Kannst du weitermachen. Um den dann soll ich dir in Ohnmacht fallen, wie du möchtest. Jo, mach ruhig, ja. Schick. Wenn du den Schnee von seinem Körper schlägst,
werden deine Angriffe noch effektiver. So, also ich bin jetzt gleich bei dir, Martin. Ja. Dann könnt ihr ja zusammen mal bei ihm das Vieh töten. Ich brauche wahrscheinlich noch ein Mühe. Ich muss mir gerade bloß die Sequenz angucken. Das ist so. Weil jetzt neues Lager. Mizir bräuchte eigentlich eine neue Waffe. Kann ich sie ihm hier ausrüsten? Ja, es kommt jetzt sowieso alles. Ja, bloß mit mit Meisterrang ist quasi alles neu. Ja, aber die Waffe macht Eis, deshalb. Aber ich habe keine gute Waffe dabei. Die andere macht wenigstens noch 50 Schaden. Von dem Mizi. Kann man hier irgendwo essen? Ja, es gibt glaube ich noch kein Lager. Aber doch, da ist doch. Achso, doch, stimmt, Zelt hatten sie aufgestellt. Na komm, jetzt quatsch fertig. So, na also. Müssen wir ihn bloß nochmal finden. Oh, ich weiß wieder, was ich alles machen muss. Uff. Aber jetzt ab bald mangelt es nicht mehr an Rüstkugeln. Ja, davon gehe ich jetzt stark mal aus. So. Oh, sie den Kacken schuld oder was? Nee, es gibt hier in dem neuen Lager gibt es so eine komische Dampfmaschine. Da kannst du all möglichen Scheiß reinstopfen. Da musst du immer, da musst du dann immer halt erraten, welche Tastenkombination das ist. Und wenn du das Ding, die Dampfmaschine voll aufballerst, dann explodiert das Ding und gibt dir aber richtig viele Rohstoffe. Und kann dir auch richtig seltene Rohstoffe geben und, falsche Richtung gelaufen, glaube ich, gerade. Ja. Ja, Tutorial verlassen. Geh weg. Jetzt kommt nämlich der Kameramodus dazu. Ach, Großfischi ist am Schlafen gewesen. Also habe ich ihn schon so weit gehabt hier. Oh, jedenfalls. Oh, ja. Wenigstens bin ich jetzt gespeist und nicht hier. Getränkt. Getränkt bestimmt auch, aber. Nicht so halbherzig ausgerüstet. Getränkt in dem Blute ihres Feindes. Nur das hört sich meiner Schwester an. Vielleicht ein bisschen. Wenn sie sich halt auch weigern, gezähmt zu werden. Die Faust zauberns. Wollt ihr mir irgendwas sagen? Im dunklen Tod. Nein. Wie das Morgen. Ja. Auf der helle Ringe. Wie das Morgen. Auf der Mittelerde-Map ganz unten rechts oder so, im hintersten Winkel von Mordor. Und so ein dunkler Turm. Nicht so ein dunkler Turm, der dunkle Turm. Es gibt nur eigentlich einen. Hör auf zu zappeln. Siehst du? Mizi, ich muss auch dunkles Elbisch sprechen, das wäre so krank. Das wäre so hart. Das wäre so ein Film zitieren, dieses Kralschnack. Trumpadur. Kralschnack. Ja, ja. So. Ich muss mal hier gerade nochmal kurz freezen. Den Kram, den Gandalf gesprochen hat, Nee, ich glaube nicht. So, Martin, aufbrechen. Los, also, brechen wir auch, ja. Ja. Habe ich aber 3 gemacht, schon 2. Ist auch unangenehm. Ist ja, ist egal. Ich kann ja nochmal nachglitschen, wenn ich hier fertig bin. Ja, ich möchte jetzt aufbrechen, ja. Aber wenn ich denn nicht gerade benommen bin und nicht gleich einen Flachkörper abkriege. Nein, hat sie noch gerade so. Flachkörper macht Laune. Ich weiß nicht. Wenn Fischi mir da einen Bauchklatscher verpasst. Ab jetzt gibt es übrigens immer die großen Potions. Die Mega-Potions. Ja, die erwachsenen
Die mega erste Hilfe-Dinger. Genau. Ich habe einen Landeplatz für das Luftschiff gefunden. Schließe deine Expedition ab und lass uns treffen. Hast du ihn? Jo. Ja, hast du jetzt erst so erstmal Sequenz. Er will erstmal geerntet werden. Da ich Fischi. Fang frischer Fisch. Der ist wirklich das Tiefkühlfilet aus dem Tief. Also. Ja. Eine gute Forelle Vierkant. Auf jeden Fall. Forelle Vierkant. Ich finde das aber auch einen geilen Begriff. Die berühmt-berüchtigte. Ja. Muss ich jetzt zurück ins Lager? Nee, warte mal. Jage einen. Nein, also ja, du musst die Expedition abbrechen. Hat sie ja auch gerade gesagt gehabt. Ach, abbrechen muss sie. Genau, von Expedition zurückkehren. Dann kriegst du Sequenz. Martin muss echt nochmal die Mission machen für die Klammerklaue. Irgendwann. Damit er weiß, wie er die benutzt. Ja, es gibt eine Mission für die Klammerklaue. Damit du lernst, wie du sie verwendest. Du kannst dich ja nicht nur ranhängen, sondern auch dieses Umhernavigieren. Das, was ich halt immer mache und entgegenlaufen lassen. Und dafür gibt es halt auch im Low-Rank-Bereich extra eine Mission, die bei 1 Sterne. Ganz viel Zeugs. Bloß bei dir wird sich das. Bei Lisa lohnt sich's nicht, weil Lisa das sowieso nie machen wird. Bei dir lohnt sich's aber, weil du halt doch dich immer wieder ranhängst. Bei mir, wenn ich das machen will, muss ich immer erst meine Waffe zurückstecken, das ist bescheuert. Stimmt nicht. Ja, irgendeine andere Kombination gibt's noch, aber. Achso, nee, doch, stimmt. Du musst Waffe zurückstecken. Ja, ich glaube, irgendeine andere Kombination gibt's noch, aber es ist auf jeden Fall unhandlich. Deswegen mache ich, also wenn ich in der Luft bin und dann versuche zu schießen, dann kann ich auch diese Klammerklaue machen. Die sind so geil, die Wolken. Ich muss aber vorsichtig sein bei den kleinen Dingern, Martin. Die beißen sich an ihr fest. Die Stinktiere, ja. Die sind fiese Viecher. Der fiese Möb. Die sind richtig fiese Möb. Und schwing! Ach, Männer. Jetzt wird erstmal eine Base zusammengenagelt hier. Genau, dann kriegst du auch ein richtiges Zuhause. Die Basis wächst und gedeiht. Ein richtiges Zuhause. Ja, das ist denn. Das andere war ja mal ein Zimmer. Das Ding ist jetzt ein Palast. Ganz zweifellos. Wir müssen diese Untersuchung intensivieren. Habe ich mir auch verdient. Davor. Ich habe das Drachenbaby getötet. Fertig. Nein, versammelt euch zum Rat. Wir müssen einiges besprechen. Jawohl. Und ihm Knochen und keine Ahnung, was aus Knochen geschnitten. Aufregend. Es ist eiskalt. Nein, es ist eiskalt, sagt er. Glasklar. Oh. Das Wodka Gorbatschow. Wodka Küstrow. Das Wodka Arbeit bei der Erkundung danken. Der Ort, den ihr gefunden habt, die Grundlagen. Ich habe schon eine Eile, aber natürlich haben wir es hier mit unerkundetem Gebiet. Der Landepunkt ist ziemlich weit von der vorgeschobenen Operations... vorgeschobene Operation. Ah, mal sehen. Wie wäre es, wenn wir... Seliana? Du wieder zwei Wulks dabei. Name, gut, dann ich vertraue darauf, ja, dass ihr euch zwei und seid vorsichtig und vergesst nicht eure Kaltwetterausrüstung. Gott, hier gibt's ja so viele Quests. Ich muss hier alle annehmen, hier einmal. Gut, dich zu sehen. Angequatscht. Was geht? Der Dude einmal angeleckt. Richtiger Dichtpilz. Oh, hallo da! So, ich muss ja aber erstmal wichtigerweise alle Ärzte und alles einsammeln. Erlaube mir die Ehre. Katzografie? Kannst jetzt Fotos schießen. Das holt jemand Hiccup im Hintergrund. Ja. Das hörte sich gerade an, als wenn er eine leere Dose hingestellt hat. Sicher? Nee, er hat da wieder seine Schnappatmung. Das hörte sich eher, als wenn er sich die Dose durch den Hals jagt, ja. Nee, es war einfach so, als wenn er so eine kleine Metalldose, weißt du, einfach hinstellt auf den Tisch. So hörte sich das gerade so an. Bloß die ist dann leer. Oh,
ist denn jetzt der Physiker? Der ist nach rechts gelaufen. Das heißt, ich kann jetzt aus irgendeinem Grund Fotos machen. Ja, genau. Irgendwas Wichtiges daran zu wissen? Nein. Es gibt kleine Dinge, die du halt fotografieren kannst. Finden alle Leute toll, also solche kleinen, ja, Nebenquests, die total unnötig sind eigentlich. Kannst du ein bisschen Pokémon Snap machen, okay. Oh, das quasi, war auch cool. Das ist cool. Jetzt war der zweite Teil. Ehrlich. Den zweiten Teil kenne ich nicht. Auf der Switch oder so? Ja. Ja, ich hab den. Ich hab damals ja Pokémon Snap für die Playstation, für die Nintendo 64 gehabt damals. Das war super. Ja, das war frustrierend! Nö. Warum hat er denn immer noch sein Ausrufezeichen auf dem Kopf? Habe ich irgendwas noch nicht gesehen? Hast du ihn denn vollgequatscht, dass du auch mal den Fotoapparat benutzt? Ja, hab doch den Fotoapparat benutzt. Okay. Aber er hat immer noch sein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich finde aber das Gebiet hier richtig gut. Das ist ja eine richtig süße Köchin hier. Hm. Das sieht richtig aus wie bei Omi gekocht. Ja. Na, gekocht habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe sie halt gerade angefasst und die sieht richtig knuffig aus. Das Essen ist auch mega geil bei ihr. Bei Oma? Das weiß ich nicht. Ja. Also in dem Lager, was du jetzt gleich bekommst, ist es halt wieder neues Gericht, was du da bekommst. Omis beste Kekse. Also sie ist halt wirklich so eine Omi. Eine Omi-Katze. Hm. Achso, das ist ja wieder er. Wo ist Pucci? Ich weiß gar nicht, wo er hier ist. Er ist mir auf jeden Fall noch nicht entgegengekommen. Ich glaube, er ist hier gar nicht. Also ich habe den Dude angequatscht und habe nichts von ihm bisher gekriegt. Was? Den Dude? Mir. Das erinnert mich daran. Ne, was schreibe ich noch im alten Gebiet? Für mich, ja? war ja noch, also hat er die Dinger nicht hier bekommen. Ach so. Jetzt habe ich welche gekriegt. Ich musste erst die andere nochmal anquatschen und dann musste ich ihn nochmal anquatschen. Okay. Müssen wir hier mal ein bisschen Palico-Kram schmieden? Oder? Naja, gut. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Was war da gerade? Lohnt sich ja auch noch nicht. Das Luna-Ticket. Ah, hier kommt es zum Tragen. Unter anderem. Jetzt hast du neue Waffen, neue Ränge und alles neu. Mhm. Eigentlich nicht neu, aber mehr. Muss ich gucken, was ich da haben will. Gefrorener Knochen, okay. Also ab jetzt lohnt sich dann halt auch nicht mehr die Cheater-Waffe. Nö. Das hat man ja jetzt schon gemerkt, dass es nicht mehr so prall ist. Sie war halt wirklich bloß dafür da, um hierher zu kommen. Ja, ja, es ist in Ordnung. Passt für mich. Aber ich habe noch nicht genug Sachen, um mir dann neue zu. Wobei ich weiß nicht, ob ich mir eine kaufen kann. Moment. Nein, kannst du nicht. Nun gut, also bringt dir nichts. Los. Nee. Ich dachte, man kann vielleicht den Zwischenstand da kaufen. Hm.
Was haben wir denn hier gerade für ein Teil angelegt? Ja, Frosthonig, Wahnsinn. Mhm. Wenn die hier Honig sammeln, so schwach's nicht. Schwächevorteil? Ja, wie du, der ist einfach tiefgefroren, weißt du, das haben sie im Frühling gesammelt und dann so war Puff Winter und dann war eingefroren, der war doof. Ganz einfach, Martin. Ganz einfach. Das sind Bienen, die haben ein dickes Fell. Richtige Polarbienen. Richtige Polarbienen, ja. Also merke, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was an Zeug sammeln, weil hier gibt's... Also das Oolong-Set ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, das ist wieder so eine Event-Dinger. Ja, ja, ich weiß. Die kriegst du aber, glaube ich, noch gar nicht, die Oolong. Doch, ich kann mir schon welche herstellen. Ich habe nur einen Geistader-Kristall, zwei Geistader-Kristalle, das reicht nicht. Luna-Tickets habe ich ja. Die habe ich ja jetzt mit aufgesammelt. Mit dem, jetzt hier mit dem letzten Event, hier Winter oder sowas, da gab es auch immer Luna-Tickets. Ich habe 9 Stück davon. Ich würde doch mal stehen, ey. Ja, der ist immer so hyperaktiv. So nervtötend. Aber gut, erstmal muss ich hier... Wo war jetzt diese Köchin noch gleich? Direkt in der Mitte. Ja, irgendwo hier. Kann ich mal bei euch beitreten gleich. Bringt nichts. Der ist gleich weg. Den kannst du mal bei uns beitreten tun. Ja, es bringt bloß nichts mehr, wenn sie beitritt. Ihr seid denn durch, sagt er gerade. Ne, das sagst du. Ich hab keine Ahnung. Oh. Das ist aber ein schönes Gericht, was sie da macht. Fische. Mhm. Das ist ein Mega-Füdong. Ja. Das sieht so richtig episch aus, das Ding. Das sieht aus wie so ein Frikassee. Richtig fettes Fondue, ja, mit mega viel Fleisch. Aber ich, für mich hat es eher so ein bisschen was von Frikassee gehabt. So überbacken, weißt du, so. Ja, okay, das ist... Überbacken verbindet man sehr, sehr gerne mit Frikassee. Hallöchen! Überbacken? Ja. Was gibt's denn das überbacken bei Frikassee? Naja, dann ist es Ragu Feng. Na. Was? Bei selbstgemachtem Frikassee. Wenn es überbacken ist, ist es wie Ragu Feng. Das ist sowas, was Martin schon wieder nicht kennt. Ach so. Warum kennst du das nicht? Das würdest wahrscheinlich sogar du geil finden. Weil es nie zu Hause gab, wo es bei uns nichts gab, was mit Käse überbacken ist. Martin kennt das nicht. Bei uns zu Hause gab's nichts, was mit Käse überbacken ist. Weil Mutti kein Käse isst. Ach so, ja, okay. Und das Mutti hasst doof. Käse, bis auf die Pest. Ach, daher hattest du das ewig lange. Ja, ich mag Käse auch nicht roh. Ja, deswegen, aber wegen überbacken magst du's. Ja, weil überbacken damit Magie passiert. Keine Ahnung. Das ist pure Magie. Es schmeckt nicht mehr wie Käse, es ist kein Käse mehr, es ist irgendwas anderes Geiles. Weil damit Magie passiert. Irgendwas passiert im Ofen, was ich mir nicht erklären kann. Weil damit Magie passiert. Also ich würde mir niemals eine Scheibe, auch nicht groß oder geschmacksneutral und Gouda, in die Fresse packen. Roh, kalt aus dem Kühlschrank. Würde ich roh, nie tun. Kalt auf dem Kühlschrank. Ja. Es schmeckt widerlich, hat eine widerliche Konsistenz. Aber... Packst es in den Ofen und lässt es heiß werden, dass es läuft. Und dann passiert Magie damit. Pure Magie. Hexerei. Hexerei. Ja, wirklich. Der brennt es. Ja. Da ist er tot. Ist ein Ding. Heute wieder singen. Ich hätte mal doch beitreten sollen, so, damit ich noch was lernen hätte können. Ja, aber das wäre dann. Ja, das wäre das Einzige gewesen, hättest du looten können. Ja. Bringt aber nicht viel. Okay. Beotoras ist eigentlich niemals eine gute Waffe. Also weder eine gute Waffe noch gute Ausrüstung.
Da so neue Knochen mehr. Oder was? Ja, da hinten waren Knochen. Die habe ich schon gesammelt. Achso, es gibt auch neue Knochen. Ja, ja, es gibt neue Knochen, neue Erze, neue alles. Ja. Ich brauche Erze. Und auch Knochen alle. Und alles. Ja, es geht ja ganze Kram wieder vorne los, ne? Ja, oh, das ist sowas, was du halt mit dem Monsterjagen sammelst. Das Einzige, was bisher neu war, war halt Horny Hirsch. Kommen noch mehr, keine Angst. Kommen noch deutlich mehr und größere Arschlöcher. Martin muss also, ja jetzt sowieso noch ein bisschen... Also Fischi war für mich jetzt nicht neu, sag ich mal. Ja. Das ist einfach nur anders lackiert. Und hat ein Horn gekriegt. Oh, ja. Angriffsjuwel habe ich bekommen. Hm, sehr schön. So, Martin wird jetzt Sequenz bekommen. Ja, wird ja auch erstmal die ganze Stadt rumblecken müssen, deswegen werde ich hier einfach mal ein bisschen expedizieren gehen hier. Was muss ich in der Stadt rumlaufen? Naja, ein paar Leute anquatschen und so. Oh, jetzt hast du ganz viele neue Quests und... Ist ja unangenehm. Ich hab eine Errungenschaft freigeschaltet, Wahnsinn. Geh doch mal schneller als Zeitlupe, Schneggy. Ah, oh Gott, Sequenz. Deshalb war Zeitlupe. Das freigeschaltete Gebiet hier. Ja, davon habe ich auch schon ein paar eingefangen, von diesen kleinen Viechern, die da im Wasser rumdümpeln. Aber dann bist du jetzt nicht in der Expedition, sondern dann bist du ja im nächsten Gebiet, in der nächsten Quest, ne? Nee, ich bin einfach nur zur Expedition aufgebrochen gerade. Und jetzt kam eine Sequenz. Ich klettere diese Ranken zum Boden hier. Aber anscheinend... Jetzt lassen sie halt fette Stück droppen, oder was? Ziemlich gut im Wurzeln und ja. Felsenklettern geworden. Aber ich glaube, die Schnecki hat sie gleich... Die ist Profi im Freiklettern. Erstaunlich, dass sie die Erste war, die große Schlucht durchklettert hat. Super fix. Ah, die Schnecki will aber auch mit mir quatschen hier. Die Kleine, die lockt mich schon wieder irgendwo hin. Also scheint ja wieder irgend so eine Nebensache. Ach so, ja, zu laufen. Die Quest ist ja halt tatsächlich auch. Breche jetzt Expedition auf. Ach so. Ich wollte eigentlich Erze looten gehen. Gibt nicht so viele. Wobei doch. Erze gibt sogar recht viele in dem ersten Gebiet. Lohnt sich aber noch nicht. Naja, aber ich brauchte dieses komische Zeugs für die eine Loggenrüstung gedönt. Und hier gibt's auch noch Pflanzen. Solche habe ich noch nie gesehen. Oh, das. Nee, das ist ein Experten-4-Juwel. Ach so, das sind nicht vier Expertenjuwele, das ist ein Experten-4-Juwel. Ach so, ja. Das ist ein Unterschied. Das ist ein 4-Slot-Expertenjuwel. Das Ding gibt dir 2. Also, das Ding gibt dir 2. Doppelten kritischen Blick. Ja, quasi. Das ist ziemlich nice. Kritischen Blick geht halt auch zu 5-mal zu stacken. Die 5 inneren Augen. Alle kritischen Blick. Ja, ist halt Tenshin Han, Junge. Aber mega Tenshin Han. Dem wachsen keine Haare, wenn er Super Saiyajin wird, sondern... Augen, zusätzliche Augen. Puff-Augen. Aber dann will ich da vermutlich nie wieder raus. Ach, das ist noch gar nicht freigeschaltet? Na. Wenn Tenshin Han dann zum Saiyajin-Gott wird, oder sich das von Shenlong gewünscht hat, ist er dann so ein wandelndes Kuribo. So ein tausendäugiges Opfermonster hier. So ein tausendäugiges Abgott. Ja. Dieses tausendäugige Yu-Gi-Oh-Ding da. Ja, ja, das tausendäugige Abgott heißt das Ding. Abgott hieß das? Ja, das Ding heißt tausendäugige. Also das Ding an sich hieß immer Opfer, aber die erweiterte Version ist das tausendäugige Abgott. Achso, das ist diese Fusion mit Kuribo. Nee, das ist tausendäugiges irgendwas mit Kuribo. Nee, mit tausendäugiges. Das Opfer haben wir. Nee, das stimmt. Er hat nur die Augen mit Kuribos bedeckt und das Kuribo irgendwie vertausendfacht. Keine Ahnung. Ja, genau. Er hat Multiplikation eingesetzt und damit hat er das tausendäugige Abgott blind gemacht. Das war pur. Das konntest du nicht erklären. Nee. Eigentlich doch. Serie und Kartenspiel ging so weit auseinander. Was ja, das war leider Gottes der Fall. Also, warte, halt, stopp.
Kartenspiel und Serie ging weit auseinander. Aber was noch weiter auseinander ging, ist Manga, Serie und Karten. Also das Manga, da ist Yugo das größte Arschloch überhaupt. Also pure Fantasie, ja. Richtig. Also der hat so viele Leute in diesem Manga eigentlich umgebracht. Umgebracht? Und es reicht, ja, also wirklich. Yugi? Ja, Yugi. Umgebracht? Yami ist nicht gut gewesen, niemals gut. Also der hat wirklich hier exekutiert die Leute. Yami bedeutet ja auch Dunkelheit. Der war da richtig Psycho, der Dude. Ne, war doch so. Yami hieß doch Dunkelheit. Oder Finsternis oder sowas. Ja, Yami bedeutet Finsternis. Das ist nicht so geschnallt als das Kitty, Mann. Der war doch immer so nett, Mann. Der war doch immer... Ja, der kleine Junge. Self-confident und nett, aber der andere, der gute, der große. Der normale, ja. Oder der Yami auch. Yami, der tatsächlich gegen Yugi ausspielen konnte, war nicht sicher. Ja, aber nein, eigentlich, also Manga ist ja eigentlich wirklich das größte Arschloch und hat mehr als genug Leute umgebracht. Also da ist er wirklich böse und er wird nachher nur ein bisschen besser. Okay. Wir sollen hier irgendein neues Vieh erledigen. Ja. Was bist du denn da hinten? Du siehst ja auch ganz knuffelig aus da. Knuffelig, unheimlich. Das ist ja hier dieses Reißzahn im Tal der Verwesung Vieh, nicht das Reißzahn, dieses Schlangenvieh mit Stachelschweif und Flügeln. Das Schlangenvieh mit Stachelschweif und Flügeln? Ja. Bariot. Das ist halt Schlangenvieh. Naja, das Schlangenvieh aus dem Tal der Verwesung, dieses Echsen mit Schlangenkopf gedöns. Was? Erstens haben dann alle Schuppen irgendwie Echsen und aber mit Schlangenkopf? Was? Naja, es gab doch dieses Scheißvieh, dieses schwarze. Ach, wie hieß denn das? Ach, du meinst diesen Drachenältesten? Nein, das unten im Tal der Verwesung, ganz unten, diese. Die Kobra-Kopf-Gedöns. Kobra Kai Dojo. Groß Gyros. Ja, Gyros. Gyros? Das rollende Rad? Nein, nee, Gyros. Das ist Radebahn. Ach, Gyros war. Ach, das. Ach so, das Ding, der schwarze Hundi. Der schwarze Kobra-Hundi. Der kommt doch hier gar nicht vor. Ja, aber hier ist so ein. Bariot. Das hat so einen komischen Reißzahn wie dieses Gyros-Teil. Ja, das ist aber so ein Säbelzahntiger. Achso, ein Säbelzahn-Gyros, okay. Ja, irgendwie. Ja. Noch mehr, noch weiß angepinselter Gyros. Okay. Nee, definitiv nicht. Nein. Lisa führt dich ganz weit auf falsche Fährte. Keine Ahnung, ich hab das noch nicht gesehen. Ich werde das auch. Ja, ich weiß, aber deswegen, gedanklich fühlt sie sich da auf ganz falsche Fährte. Aber er hat spitze Zähne, okay. Zwei Reißzähne. Säbelzahntiger. Ist es so ziemlich, genau. Ich habe ihn nicht ganz von vorne gesehen, nur so ein bisschen seitlich. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Ich kriege hier nur gerade rum und sammel Zeug. Okay. Und dann warte ich darauf, dass ihr alle dieses Vieh einmal gesehen habt. Dann kann ich zurückkehren. Ich, und euer Paparazzi ich, machen, würde, ich würde sagen, wir machen Feierabend, weil es ist 21 Uhr. Ja, oh, das klingt auch. Das klingt extrem gut nach Feierabend. Das klingt. Ich wollte gerade sagen, weil sonst ist doch Martin wieder nicht ausgeschlafen. Sonst wäre ich zum Gremlin. Ne? Ja. Vielfältig sieht, weil er sich nicht wäscht. Moment. Moment. Nach 12 Uhr oder nicht? Oder darf man nur nach 12 Uhr nicht essen? Das ist egal. Bei ich darf nur nicht nach 12 Uhr, nach 21 Uhr wach bleiben. Nach 12 Uhr. bin ich wach bis nach Mitternacht, dann verdoppel ich mich, ja. Ja, dann multipliziert er sich und stinkt trotzdem, weil er sich nicht wäscht. Hä, was hat das mit Waschen zu tun? Das weiß ich nicht. Martin, der wäscht sich doch. Ich wasche mich. Der ist doch ein sauberer Mensch. Ich bin ein sehr reinlicher Mensch, ja. Nur nicht, was meine Wohnung angeht. Den Bariat habe ich aber hier noch nicht gesehen. Ha. Oh, ich stelle mich gerade wieder an. Huch, Mist. Jetzt habe ich das Thunfisch. Ich habe doch gerade die Angel angelegt. Warum habe ich nicht so ein Teil geschossen? Ich wollte doch den Thunfisch fangen da. Den Marlin. Den Linnemarlin.
Hab ihn einfach so getötet. Oh Mann, das hat sie die. Nee, Omar. Das hat sie den Backfisch erschlagen, ey. Jetzt hat sie den Backfisch erschlagen. Die hat den Backfisch erschlagen. Mann, Michael. Was ist falsch mit euch? Ja. Backfisch ist falsch mit euch, ich weiß. Backfisch ist das Geilste, was die Menschheit je erfunden hat. Ah, ich weiß nicht. Also, ich zähle auch Fischstäbchen dazu. Ja, irgendwie so schon. Fischstäbchen geht auf jeden Fall klar, aber Backfisch weiß ich nicht. Das ist so... Wenn es nicht gerade Backbierteig ist, dann schmeckt ekliger Zeug. Den Backbierteig. Gibt ja mal diesen weichen Backteig, das ist, naja. Grüßbedürftig. Große Sushi-Fischschuppe, okay. Echter, extra gezüchteter Sushi-Fisch. Ja, ich habe hier irgendwie so einen geilen Fischteig gefunden, der ganz nett ist. Einen geilen Fischteig, der total nett ist. Ja, ich finde den ganz gut hier. Alter, war das gerade wieder richtig eklig. Ja, das wird meine ganzen Zuhörer richtig erfreuen, dass der Martin sich wieder von der besten Seite zeigt. Ja, Martin kann wieder der Martin-Counter plus eins. Und eklig. Ich habe extra das Mikro nah rangeholt. Damit ihr alle was davon habt. Das war so richtig im Mundraum fast schon drin. Schneekraut, ja. Pfefferschote. Ich wollte euch einfach dran teilhaben lassen. Tut mir leid, ich mach's auch nie wieder. Das ist ja eine Lüge. Wow. Ja, zweideutig eindeutig beschlossen. Wie so ein Gerichtssaal. Das ist so Einspruch. Lüge. Objection! Genau. Objektion. So. Aber das nächste Mal, Lisa hat ja dann den Bambaro gesehen. Ich habe ihn jetzt gesehen. Das heißt, Martin kann das nächste Mal die Quest starten. Und dann können wir Martin nachher joinen. Ja. Ja. Also ja. Leute, ihr habt es gehört. Beim nächsten Mal geht's weiter. Beim nächsten Mal killen wir Bambi. Spawn. Woo. Bis dann.